Hi, ich bin Kevin Göllers und ich war die Hard Enduro Series 2023 mit meiner 1979er Honda. Oh mein Gott. Servus Leute, Neuhaus Schierschnitz Hard Enduro Series Germany. Wir sind hier, komplettes Team. Wir sind leider 10 Minuten zu spät, die ganzen Jungs sind schon am Start. Aber wir haben Timmy, Max, Gustav, mich selbst mit der Honda. Für die Honda ist aber Flo da und das Weberwerke-Team. Also wenn ihr da die ganze Honda-Action sehen wollt, einmal auf den Weberwerke-Kanal gehen. Und wir fokussieren uns heute auf die Gang. Die Gang ist da, mit den blauen Mützen. Und wir haben Strecke gestern schon angeschaut. Sieht matschig aus, wird sehr eine harte Schlammschlacht. Aber denk mal, die Jungs sind ready, wir haben viel trainiert und let's go. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Alter! Guck mal! Wie nice ist das? Erster Platz! Für Kevin Göllers, bester Fahrer. Von wem ist das? Das hast du gemacht. Von dir ist das? Alter, richtig geil, Mann. Da freue ich mich richtig drüber. Das sieht richtig cool aus. Was machst du hier? Technische Abnahme. Wir haben das falsche Datum gewählt. Heute ist der 1. April. Die glauben mir das alle immer noch nicht. Aber es wird trotzdem ernst jetzt. Okay. Ja. Okay. Wir haben die technische Abnahme bestanden. Die größte Hürde des heutigen Tages ist abgeschlossen. Ich habe das Steinfeld ein bisschen verkackt. Rum war eigentlich super. Ich hatte, war als Erster auf der Strecke. Mein Ziel war, nicht überholt zu werden, was ich geschafft habe. Also quasi Milan und Marc, die hinter mir gestartet sind, haben es nicht geschafft, mich zu überholen. Schon mal Daumen hoch. Ich bin 13. overall, heißt erstes Gruppenrennen. Hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass ich so weit nach vorne komme damit. Aber man muss auch sagen, die Strecke wurde deutlich schlechter. Und es sind viele, die jetzt quasi das erste Mal mitfahren, so wie Tim und so. Der ist 70. jetzt nur gewesen. Vom Ergebnis extrem kacke, aber der musste halt auch jetzt überall warten. Ne? Ich hatte natürlich freie Strecke, perfekten Boden und so. Also das war schon ein Vorteil für mich. Die Old Lady hat Bock heute. Die hat auch eben beim Ankicken hat sie einmal zurückgetreten, also die hat Bock. Also ja, wir schauen, was passiert. 70 Minuten Gruppenrennen. Hoffentlich kommen wir an und schauen uns ins Finale. Polo, erzähl uns. War richtig geil. War richtig geil? Ja, dann hingefallen. Ja. Ready fürs Main Race? Ja. Haust da rein. Erzähl uns, Chef, wie war's? Ja, anstrengend, aber gut. Bin durch und das zählt. Weiter geht's! Danke! Sehr danke! Wie hat's dir gefallen? War richtig geil, matschig, aber richtig geil. Hattest du Spaß? Ja, macht Spaß! Das freut mich. Yeah! Yeah! So Leute, Gruppenrennen einzuladen. Ich hab's in die erste Startreihe geschafft, was sehr gut ist. Ich steh zwar ganz außen, aber... Yeah.
3, 2, 1, go! Liebe Leute, Gruppenrennen rum, war fantastisch und wir haben jetzt das Finale. Sie haben das Wasserloch rausgelassen und sie lassen diese zwei Röhren raus, weil da quasi nur noch zwei oder ein oder zwei Leute immer gescheit rübergekommen sind. Alle anderen haben entweder das Motorrad geworfen oder mussten gezogen werden. Das heißt, es macht keinen Sinn für ein Rennen. Die Strecke wird schwer genug, es kommt ein super langer Hang rein, was sehr scheiße sein wird für mich. Ich gebe mein Bestes, wir schauen, es ist Hilfe erlaubt, das heißt, ich platziere ein paar strategische Leute mit Spanngurten zum Ziehen, mehr können wir nicht machen. Viel Hoffnung, drückt uns die Daumen, viel Spaß. Auf in den Kampf! First kick, baby! Whee. Yeah, I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles that I'm in my element, it's evident that this level to the game. All of those dark nights I got there, breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help, I know you wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. Snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me. But known for my city like all ages. Set the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Fabulous, they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You tryna aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this. And they hoping you fall and they praying you miss. But it's all in the risk, I got you with the switch, you know. I'm in the zone, give me the throne. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Put on the gas, 155 on the road. You can be a friend of me, an enemy. Keep that same old energy, cause I know I'm in my element. Flow is like water, I'm forced through the fire, I'm feeling like gold. Gotta stay grounded, stay down to earth, following God. And you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm running, send a word to Spike Lee. And God came in a nick of time, they think I'm crazy, but I might be. Let's run it up, run it up, run it up. We beating the odds, this is sum it up. You know it's a rap, never waste lines. And I'm cutting the weight like a tummy tuck. Let me know about it, give it right now. Vollkommenes Chaos, wir filmen auf iPhone, weil die Kamera unter Wasser war leider. Motorrad hat es sehr, sehr gut überstanden. Wir haben eben jetzt gerade einen kleinen Ölverlust festgestellt. Das muss ich mal aber sauber machen und gucken, woran es liegt. Aber ansonsten, zwischen uns beiden bin ich auf jeden Fall der Schwächere, weil das Teil zieht richtig durch. Ich meine, leistungsmäßig jetzt vielleicht nicht so, aber einfach, es ist nichts kaputt. Also es ist nichts dran. Ich hatte so viel Traktion überall, bin so geil gefahren. Also viel mehr. Ich habe zwar manchmal Fehler gemacht, aber boah, ey, bei dem Wetter macht jeder Fehler. Und also ich hätte, glaube ich, nicht viel mehr, also das war wirklich all in, viel mehr geht nicht. Ich könnte noch ein bisschen fitter sein, dann geht noch was, aber ja, also
Wahnsinnswochenende. Ich glaube Top 10. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir haben die Ergebnisse noch nicht, aber das wäre Wahnsinn. Das wäre direkt Jahresziel abgehakt und das in dem unvorteilhaftesten Wetter, glaube ich, was wir haben könnten, für wenig Leistung. Ja, hartes Wochenende, geiles Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Go work for a life, they said. 10 out of 10 work day, yeah? Shit, man. We beat in the eyes just to sum it up. You know it's a rap, never waste lines. And I'm cutting the weight like a tummy tuck. That mean I'm about to give it out right now. You see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100% of me trying to stun on my enemies. And my element is crazy as the mic sign.